Hallihallo, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu Chunkpunk. Ja, da haben wir noch ein bisschen was vor. So, hier können wir eigentlich auch noch zumachen. Da ist noch kein Flugverkehr. Wir gehen mal hier auf Dach. So, und dann machen wir es wieder so. Dass ich hier wieder rennen tue. So. Haben wir hier denn schon ganz zu? Ne, hier haben wir auch noch nicht zu. Hier haben wir doch auch noch ein bisschen. Ja, jetzt habe ich wieder Außeneinziehen gemacht. Das habe ich jetzt genau gesehen. Wir schließen die Löcher im Dach bis auf diesen einen Schlitz. Den können wir leider nicht zumachen, aufgrund meiner schrägen Bauweise. So, hier ist jetzt aber zu. Huch, jetzt speichert er. Ja, und hier ist jetzt halt, da muss quasi offen bleiben. Hier könnten wir, nee, können wir auch nicht, weil hier ist dann Flugverkehr. Nee, ich glaube, ich mach. Hier können wir, glaube ich, noch eine Reihe hinmachen. Können wir hier, können wir glaube ich bis hier auch zumachen, oder? Oder sagen wir mal ab hier. Ach genau, hier gibt es auch noch einen Schlitz. Weil dann habe ich hier lauter Schlitz im Dach. Nein. Ja, meine schlechte Bauweise. Aber da habe ich am Anfang gar nicht dran gedacht, dass das ja dann alles nicht mehr zusammenpasst. Mein Gott, wie viel Material ich hier verbaut habe. Unfassbar. So. Wir nähern uns definitiv dem Ende des Dachbaus. Ich glaube, wir nähern uns auch dem Ende meiner CPU-Leistung und meiner GPU. Ja, pass auf, und dann müssen wir für den nächsten Monolith müssen wir noch mehr Sachen sammeln. Und dann kann ich hier alles nochmal umbauen. Und dann müssen wir das ganze Dach wieder zerlegen. So, die können auch landen, sehr gut. Gern sehen. Ja, nee, da würde ich nicht noch mal eins hinbauen. Ja, guck mal, wenn die da so knapp dran fliegen. Dann lasse ich das mal so.
So, dann hier noch zwei Stück. Und dann müssen wir nur noch ein paar unten wieder wegmachen. So. Tja, das hier. Ja, hier könnten wir noch zumachen. Ein Stückchen zumindest. Schätze ich mal. Oh ne, das ist genau drüber. Das ist, glaube ich, auch noch drauf, oder? Die gehen dahin. Da ist nichts, ne? Nein, okay. Ich glaube, hier können wir auch noch eine Reihe machen. Ja. Und hier theoretisch auch noch. Ja. So, das hier sollte passen. Hier könnten wir noch ein bisschen enger zubauen. Ja, doch, ich glaube, hier können wir auch zumachen. Schauen wir mal. Die bleiben ja dann einfach in der Luft stehen, wenn es denen nicht passt. Plumps. Dass dieses Loch, das da übrig bleibt, so klein wie möglich ist. So. Und dann entweder in dieser Folge oder aber... Entschuldigung. Oder aber in der nächsten Folge. Können wir dann... Kann ich nicht hier... Nee, geht nicht wegen der Leiter. Können wir dann den Monolith befeuern. Aha. Hä?
dreht wieder ab und geht wieder, oder was? Na, mal beobachten. Ich will natürlich nicht, dass die hier nicht mehr ran können. Aber offensichtlich, ja, hat er hier ein Problem mit. So, jetzt kommst du aber runter, oder? Ja. Okay, dann mache ich das ja auch noch weg. So, die können hier wieder. Aber theoretisch kann ich dann hier. Das hier sollte funktionieren. Hier doch theoretisch auch, oder? Ja, muss ich mal schauen. Aber hier kann ich auf jeden Fall zumachen. Ja. Ich versuche da mal so runter zu gucken. Kennt's ja. So, wie sieht's aus? Du kannst noch landen. Das heißt, dann kann ich hier wahrscheinlich auch noch eine Reihe zumachen. Und tschüss. So, dann hier zumachen. Laufen eigentlich gerade alle Drohnen oder habe ich welche abgeschaltet? Ich glaube, ich habe keine abgeschalten, oder? Die habe ich ja umge... Ja genau, die habe ich ja umgeändert. Nö, da müssten eigentlich alle laufen. Dann sollten eigentlich alle laufen, ja. Ja, jetzt regnet es auch hier schon wieder, ne? Also das ist... Das mit dem Regen. Ich habe mir überlegt, so einen Rand hinzubauen. Also quasi nochmal eine kleine Wand. Eine halbhohe Mauer. Aber wir haben keine halbhohe Mauern. Wir haben nur ganze Mauern. Nur ganze Mauern. So, die können landen. Ja, muss ich ein bisschen anders positionieren. Nein. Okay, ich glaube, die hat ein Problem mit den Dingern hier. Komm, dann mache ich die hier auch noch weg. So, aber hier kann ich nochmal eine Etage hinmachen.
Das sollte möglich sein. Und die hat jetzt ein Problem damit. Naja, okay. Ja, Entschuldigung, Moment, ich mach's weg. So. Ja, die sind ganz schöne Zicken, die Dinger. Wie sieht's hier aus? Hier geht doch bestimmt. Ja, hier geht. So, aber der Rest. Da meckern die rum. Hier könnte ich doch theoretisch noch zumachen, ein Stück. Halt nur nicht bis dahin. So, dass die hier noch durchkommt. Speichern. Ah ne, das hier war schon, glaube ich, zu nah, ne? Und dann machen wir halt hier. So müsste eigentlich funktionieren. Ich schau mal. Okay, die haben kein Problem. Die hat ein Problem. Wahrscheinlich mit dem Steg hier. Ja, der Steg muss weg. Da komme ich nicht ran. So, und die hier. Ach, die hat was anderes gemacht. Okay. Ja, ich komm gleich. Mach deinen Steg da weg. Jetzt können die nicht mal durch die Dächer so fliegen. Meine Güte. Sind das lumpige Drohnen. Hätte ich mal lieber mehr Geld investiert. So, ah, die hängt hier noch. Moment, ich komm schon. Ich komm schon. Ja, ja, ja. Moment. Moment. Ich komm schon. So, kannst du jetzt landen? Ja, sehr gut. Ja, also wie gesagt, ich habe mir noch überlegt, ob ich hier nicht noch irgendwelche Wände hier hin machen kann, dass da ein sauberer Rand ist, aber die fliegen so schräg an. Also wenn ich jetzt hier so eine Art, ja, noch so einen Rand hier hin mache, dann kommen die wahrscheinlich gar nicht mehr richtig ran. Deswegen würde ich es jetzt mal so lassen. So, dann gehen wir rein. Machen wir hier noch das dazu. Treppe weg. Dahin. So, und dann noch ein paar wirre Dinger, die ich gebaut habe, noch weg. Einmal kurz die Wände hier ablaufen. Hier sieht's gut aus, ja.
So, hier sieht's auch gut aus. Hier sehe ich was, das falsch ist. So, hier haben wir eins, das da nicht hingehört. Huch, jetzt habe ich das Dach angeflext. Gut, hier ist schön. Ja, sieht schon komisch aus mit den Löchern hier im Dach, aber naja, gut. So ist das halt. Da komme ich so nicht ran. Das war das. Dann mal schauen, wie viele wirre Dächer hier noch sind. Da sind keine. Hier sind auch keine. Hier ist noch eins. So. Ich glaube, jetzt ist besser. Hier ist innen nichts mehr, dann schauen wir mal außen. Hier ist auch nichts. Ja, dann gehen wir noch einmal Akku laden und dann machen wir den Keller hier. So. Hier sehe ich eins. Hier habe ich doch auch noch welche gesehen, hier draußen. Ja, da ist auch noch eins. Warum die Funken direkt an seinem Hintern wegfliegen, das entzieht sich meiner Kenntnis. Aber das sieht jetzt ganz gut aus. So, die Maschinen habe ich ausgemacht, alle. Sind jetzt eigentlich nur noch die Drohnen, die uns noch Zeug heranschaffen, bis dann alle Lager voll sind. Hier ist voll. Hä? Okay, die liefern irgendwie immer noch an. Ich schalte die hier auch aus. Das ist auch an. Das machen wir auch aus. Und dann fliegen die, glaube ich, nur noch draußen rum. So, und die hat immer noch ein Problem. Womit denn? Mit dem Eck hier oder was? Was ist da los? Naja, also jetzt müsste es der aber reinkommen, ne? So, jetzt. Ja, warum denn nicht? Wegen dem da? Oder ist hier voll? Ja, da ist halt auch voll, ne? Ja, keine Ahnung. Ich mach die mal. Hier ist auch voll. Hier ist alles voll, randvoll. Ich mach die ganzen Sachen jetzt mal aus. Da ist noch ein bisschen was da, aber das... Ja, komm. Brauchen wir alles nicht mehr. So, was haben wir jetzt noch im Grid? Netzspannung 2. Ach,
da hinten, oder? Oder wo läuft jetzt noch was? Ach ja, meine... Die hier ist auch aus, ne? Ja. Mein Stromding läuft noch. Entschuldigung. Und noch irgendwas. Ich weiß aber nicht was. So, dann würde ich sagen, meine Lieben. Ich huste mir hier noch einen ab. So, ich hoffe mal, jetzt reicht's. So, dann würde ich sagen, meine Lieben. Wir gehen jetzt in eine Folgenpause und sehen uns dann zur nächsten Folge wieder, wenn es dann wieder heißt Time to Play Chunk Punk. Und dann, ich gehe schon mal dahin, machen wir den Monolith. Monolith. So. Ach, vielleicht ist von den Dingern noch eine an. Ich weiß gar nicht. So, die Drohnen, die kreisen jetzt hier überall, weil sie nirgends mehr hin können. Bis auf die, die kommt hier halt irgendwie nicht rein. So, egal. Ist mir jetzt gerade Wurst. Und wir schauen nochmal, ob hier alles voll ist. Jawohl. Erfüllung 100%. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns zur nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Time to Play Chunk Punk. Bis dahin, macht's mir gut. Tschüss.